Mein Name ist Erwin Einzinger. Ich bin Mitglied im Vorstand der VA-Bank Mittelfranken West. Bin 57 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder, drei erwachsene Söhne, wohne in Wolframs-Eschenbach. Ich bin ein Mensch der Region, weil ich auch wirklich hier aufgewachsen bin. Und es war auch immer ein großes Ziel von mir, auch in der Region beheimatet zu bleiben. Ja, der berufliche Werdegang, der hat ganz normal nach der mittleren Reife begonnen, in der Ausbildung zum Bankkaufmann. Nach der Ausbildung ging es dann natürlich weiter in der Kundenberatung und in verschiedenen Abteilungen des damaligen Kreditinstitutes. Kam dann natürlich die Zeit des Zivildienstes bei mir dazwischen. Und das war auch so eine Weggabelung zu sagen, ja, wie mache ich denn beruflich weiter? Ich war wirklich damals vor der Entscheidung zu sagen, was ganz anderes noch zu machen oder eben in dem erlernten Berufsbild zu bleiben. Und wie es der Zufall wollte, wurde ich dann vor Auslauf eben meines Zivildienstes angefragt, bei der Raiffeisenbank in Wolframs-Eschenbach zu beginnen. Die hatten damals eine neue Geschäftsstelle gebaut. Ja, und da habe ich begonnen als stellvertretender Zweigsteinleiter. Aber da war auch noch eine Lagerstelle dabei, richtig große mit Getreideannahme. Und da ich selber aus der Landwirtschaft familiär komme, konnte ich mich damit sehr gut aus. Nachdem ich 7 Jahre aktiv in der Kundenberatung tätig war, fusionierte dann die Bank mit weiteren genossenschaftlichen Banken in der Region. Und dann wurde die Organisation des Unternehmens größer. Es musste eine Innenrevision dann eben auch begründet werden, eine Organisationsabteilung. Und das habe ich dann damals aufgebaut, habe viel für den Vorstand zugearbeitet. Controlling-Themen kamen auf in den 90er Jahren. Und war eine ganz spannende Zeit, weil man auch in dieser Phase viel Erlerntes neu umsetzen konnte. Bin dann in neue Aufgabenstellungen hineingewachsen, habe die Unternehmenssteuerung mit übernommen, also vom Vertrieb dann in den anderen Sektor der internen Bereiche, der Organisationsentwicklung und auch das Risikomanagement neu aufgebaut, bis ich dann den Vorzug hatte, dann vom Aufsichtsrat 2010 in den Vorstand berufen zu werden. Ich glaube, das ist in der Genetik der Genossenschaftsbank schon enthalten, diese Nachhaltigkeit. Denn wenn man sich die Geschichte der genossenschaftlichen Banken anschaut und des Genossenschaftswesens überhaupt, dann kommt die genau aus dieser Perspektive der nachhaltigen Orientierung. Und die setzt zuallererst mal beim Menschen an. Und Nachhaltigkeit ist eigentlich immer auch eine wahrnehmbare Ebene aus meiner Sicht. Und da sehe ich im genossenschaftlichen Bereich mit diesen Zielsetzungen der Selbsthilfe, Selbstverwaltung, Selbstverantwortung einen ganz entscheidenden Aspekt, weil der Mensch selber die Freiheit, aber auch die eigene Verpflichtung bekommt, mit den Ressourcen, die er hat und den Möglichkeiten, adäquat umzugehen. Und das kann auch mal sein, zu sagen, ich verzichte auf etwas, ich nutze neue Möglichkeiten, aber auch, das darf man nicht unterschätzen, ich gebe an andere was ab, die nichts haben. Wir sind nicht auf Gewinnmaximierung aus, sondern eben auf eine kontinuierliche Entwicklung über Generationen hinweg. Und das zeigt sich eben in der langen Geschichte unserer VA-Bank Mittelfranken West, die weit über 140 Jahre schon zurückgeht. Ich sehe es zum einen mal in der sozialen Komponente dieser Nachhaltigkeit. Und da sehe ich unseren Auftrag in der Förderung des Mitglieds in seinem Wirtschaften. Und dies leben wir mit dem Thema genossenschaftliche Beratung. Wenn man das zweite Thema Nachhaltigkeit sieht, dann ist es eben auch immer der ökologische Bereich, den wir natürlich vordergründig sehen. Und da, glaube ich, sind wir auch sehr gut unterwegs und bemühen uns wirklich, die Ressourcen, die wir für die Führung eines Unternehmens in seiner Ganzheit eben benötigt, verantwortlich gut zu leben. Unser Ziel ist es, dass wir in der Kommunikation mit unseren Kunden möglichst ein hohes Maß an elektronischen Medien eben einsetzen und damit eben auch Brief und Papier von der Papierform auf die elektronische Ebene eben heben und gleichzeitig aber auch hier einen Weg finden müssen, der den elektronischen Weg nicht entpersonalisiert. Man muss sich vorstellen, wenn man 140 Jahre Firmengeschichte hat, dann gibt es da natürlich politische Ereignisse, gesellschaftliche Veränderungen, wirtschaftliche Veränderungen und man kann auch sagen, eigentlich ja, kulturelle Revolutionen, Umbrüche, die immer wieder stattgefunden haben. Und die Genossenschaft hat es befähigt, dieses Thema nachhaltig immer wieder neu zu definieren und sich dem Zeitgeist, aber nicht im Sinne eines verkürzten Zeitgeistgedanken, sondern eines langwierigen, zielsetzenden Gedanken zu sagen, wie definieren wir denn die Leistung der Genossenschaft immer wieder neu?
Wie können wir den Menschen, den Mitgliedern diesen genossenschaftlichen Kerngedanken der Selbsthilfe, der Selbstverwaltung und der Selbstverantwortung auch gerecht werden? Jeder soll das tun, wo er sich auch gut fühlt damit. Und ich bin mir sicher, dass jeder auch mit dem kurzen Gedanken, was das Thema eben umweltschonender Umgang anbelangt, sehr schnell auf viele Ideen kommt. Ja. Und wenn man sich selber fragt, was brauche ich eigentlich zum Glücklichsein und auch um gut durchs Leben zu kommen, dann können wir eigentlich viele Dinge, die wir oft so unbedacht einfach mitnehmen, eigentlich auf die verzichten. Und ich glaube, das ist, würde ich jedem ein bisschen so zum persönlichen Auftrag geben.